letzten Instagram-Nachrichten-Video. Kannst du mich mal grüßen im Video? Sowas mache ich nicht. Aber lutschen. Kannst du mich in deinem nächsten Video grüßen? Nein, ich kann dich nicht grüßen. Sehr, sehr schade. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yo, Ivan, du kannst mich grüßen? Von mir und heute geht es um meine Instagram-Nachricht. Viele wissen es ja von euch, dass ich einmalig auf Instagram zurückschreibe, falls mir eine Nachricht schreibt. Liegt einfach daran, dass wirklich zu viele Nachrichten sind, dass ich so einfach gar nicht mehr drauf eingehen kann auf jede einzelne. Deswegen probiere ich immer einmal mindestens zu antworten, um euch irgendwie ein bisschen was zurückzugeben. Dauert zwar mittlerweile auch echt lange, also falls euch interessiert, ich sitze 3 bis 4 Stunden gerne mal, wenn ich jetzt durchziehen würde, an meinen Instagram-Nachrichten. Aber es freut mich, weil Leute freuen sich wirklich darüber, wenn man zurückschreibt und das ist doch geil. Aber wirklich, jetzt muss man dazu mal sagen, ich kriege ja wirklich auch so viele abgefuckte Drecks. Ey, kannst du mich grüßen? Oh, Alter. Drecksnachrichten, das ist unglaublich, was für ein Müll teilweise sich ansammelt. Aber natürlich gibt's auch geile Nachrichten. Ich wollte mich einmal bedanken, weil immer wenn es mir schlecht geht, bauen deine Videos mich auf. Ich bin gerade in Australien und die Anfangszeit hier war ziemlich schlimm. Bin dadurch, dass ich die Zeit nur mein Airbnb war auf deine Videos gestoßen. Und ich muss sagen, ich feiere dich bzw. deine Videos extrem. Du hast mir die Zeit definitiv erleichtert. Aber ich weiß ganz genau, ihr wollt nur den ganzen Dreck sehen, den ich zugeschickt bekomme. Zu Vorgeschichte, er hat mir geschrieben, dass er gerne mit mir ein Video machen möchte. Danke dir, aber ich möchte nur was mit Leuten machen, die ich kenne. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal mit mehr Abos als du. Das ist mir recht egal. Nee, du Huso! Also, falls ihr meine Argumentation habt und verliert, dann wisst ihr ja, wie ihr antworten müsst. Also, ich finde ja wirklich, der Klimawandel ist wirklich eine schlimme Sache. Wir sollten langsam wirklich was dagegen tun, sonst werden wir wirklich Probleme in Zukunft kriegen. Ja, aber wenn die Bäume wachsen, dann ist das doch egal. Nee, das stimmt einfach nicht. Doch, Huso! Aha, 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 aha. 6.36 Uhr am Morgen. Morgens 9:30 in Deutschland. Grüß mich. Hey, ich feiere deine Videos voll und du hast gesagt, dass du auf die Insta-Nachrichten antwortest. Schreib mir zurück, würd mich freuen. Kuss geht auf Ehrenbruder-Basis raus. 15.03 Uhr. Antworte doch, kleiner Lappen, Alter, okay? Dislikes bei deinen Videos. Ich mag Tomaten. Abonnier die Banjo. Kann man einem Tomatenliebhaber trauen? Nö. Hey, Vanjo, wollte mal sagen, dass du übelst geil bist. Oh, hey, findest du? Also geil im Sinne von gut und toll und lustig und so weiter. Nicht im Sinne von heiß, das wäre strange. Erstmal Ferdifuchs gönnen. Ein paar Sekunden später. Schmeckt absolut nicht. Ich hab's euch doch gesagt. Vielleicht können sich noch einige an die letzte Episode erinnern, wo so ein kleiner Pisser dabei war, der mir so eine Scheiße geschrieben hat. Gib mal auf ihre PSN-Karte, egal wie viel. So ging es dann weiter nach dem Video, dann kam: Was stellst du mich auf YouTube, du Hurentochter? Ich komm jetzt mit meinen Libanesen. Hey, bitte. Jetzt hast du Angst, ne? Kein Stück, du kleines Stück Scheiße. Aber mittlerweile ist er auch 26 und spielt Fußball. Genau. Ich wollte mir meine einmalige Antwort abholen. Falls du auch Bock hast, dir deine einmalige Nachricht abzuholen, beziehungsweise wenn du Bock hast, schreib mir auch wirklich was Richtiges, was dich vielleicht interessiert an mir oder sonst was. Finde ich dann immer interessanter, so Leuten dann zurückzuschreiben, als ey, hier ist eine einmalige Antwort, bitte antworte. Schreib mir doch, was dich wirklich interessiert, dann antworte ich halt noch lieber drauf. Und wenn du Bock hast, folgt mir gerne auf Instagram. Ich mache da auch regelmäßig Stories, Bilder, bla bla bla. Der ganze Quatsch, ihr wisst Bescheid. Einfach, wenn ihr Bock habt. Moin, ich bin Olaf. Du hast gesagt, ob ich zu Hamburg kommen kann. Willkommen in unserem Deutschkurs. Zwinge mich zur Arbeit. Und dann mit dir ein Video drehen kann. Aber ich ganz sicher nicht. Doch, ich hab dich getroffen. Ich bin der Fettsack. Ach, dieser Fettsack. Man sieht hier schon. Neue Lieferung kommt. Und wisst ihr, die Leute schreiben mir liebend gerne Videoideen, was ich ja gar nicht schlimm finde. Aber es kommt teilweise sehr komisches Zeug dabei raus. Ich habe eine Videoidee. Also du bestellst dir Elefantenscheiß. Eine Woche Kokain und Heroin. Mach doch mal 24 Stunden Kinder. Ich wollte jetzt mal spontan in meine Nachrichten gehen. Mal gucken, was ich da so finde. Alter. Warte, mein Freund. Und dafür kriegst du jetzt eine Anzeige. Du stockschwuler Arschficker. Sympathisch. Ich muss wirklich sagen, ich find's gar nicht schlimm, wenn Leute mir lange Texte schreiben. Aber ich find's furchtbar, wenn Leute mir Sprachnachrichten schreiben bei Instagram. Wisst ihr, es sind wirklich viele Nachrichten. Ich weiß, ihr sollt doch gar nicht arrogant oder sonst was klingen. Sondern es sind wirklich viele Nachrichten. Und ich möchte in Anführungszeichen natürlich irgendwo die Nachrichten schnell beantworten, damit jeder seine Antwort kriegt. Und dann schicken mir Leute ewige Sprachnachrichten, die ich abhören muss. Und dann dauert. Das Schlimmste ist auch diese Sprachnachrichten, wo immer Leute reinschreien. Ach, das ist unglaublich nervig. Arschficker. Kannst du mal eine Woche lang Tomaten essen? 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 Hast du einen großen Schwanz? Habe ich erlaubt zu lachen? Lache, wenn ich Bock hab. Komm her. Hier und jetzt. Ich fiste Banane jeden Tag. Sag mir, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge.
Junge. Kannst du mir ein Blasen? Lust zu blasen? Kannst du mir ein Blasen? Hast du einen Penis? Wie alt bist du? Ich weiß, wo du wohnst. Wann kommen mal Videos? Immer mittwochs und Sonntag 19 Uhr. Ja gut, ist heute Donnerstag, wo das Video rauskommt? Vielleicht. Aber ja, ich hab verkackt, Mann. Wenn ich mal verkacke, dann sag ich auf Instagram Bescheid oder schreib's nochmal in mein Community-Tab. Weil das kommt halt gerne mal vor, dass ich den einen Tag verschiebe, weil ich ein anderes Video drehen muss oder was dazwischen. Nein, tu's nicht, Mann, bitte. Nein. Krieg ich deine Nummer? Deine Nummer, Nummer. Nummer, Nummer, kein Slap, kein Chat, gib die Nummer. Yo, Evanio, meine Freundin steht sehr auf dich und möchte von dir gefressen werden. Mal gucken, wie die Süße ausschaut. Zu cool zum Antworten. Viel zu cool. Du erinnerst mich an meinen Crush in der Schule, aber er ist viel hübscher. Aua. Genau. Ich hoffe, du isst aus Versehen eine Tomate. Alter, mal wirklich ernsthaft, das ist überhaupt nicht lustig. Was bist du denn für ein Mensch? Aber jetzt mal ehrlich, hast du AIDS? Ich hab AIDS. Ich wohne auch in Hamburg. Ich steck dich dann an. Hast du auch AIDS? Viel Spaß. Kannst du mich grüßen? Kannst du mich grüßen? Ey, wer Rivoli bitte mich grüßt? Ey, grüß mal. Ich hab nie gesagt, dass ich irgendjemanden grüße. Ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf kommen, dass ich jemanden grüßen möchte. Kannst du mich bitte grüßen? Nein. Kannst du mich grüßen? Hallo, kannst du mich grüßen? Hallo, kannst du mich grüßen? Grüßen? Und wenn er nicht gestorben ist, dann grüßt er noch heute. Ende. In der letzten Episode habe ich euch zum Downloaden der Beschreibung Memes gegeben. Und da konntet ihr Memes von mir machen, auf Instagram hochladen, mich da markieren. Und wenn sie geil waren, habe ich sie auch gepostet. Und jetzt gibt's wieder neue Memes. Also schaut gerne in die Beschreibung, downloadet sie euch und macht Memes draus, wenn ihr Bock habt, von meiner Fresse. Und dann markiert mich auf Instagram. Und ja, dann kommen eure Memes vielleicht immer in eine Story. Magst du Kurden? Klar, ich mag jede Nation außer Kurden, weil Kurden mich mit Steinen beworfen haben in den Bergen. Ich weiß natürlich, dass der Junge wahrscheinlich selber Kurde ist und die Bestätigung dafür haben will, dass sein Land... Wem interessiert, aus welchem Land du kommst oder ob du schwarz-weiß oder Simon Desue bist, der ein Amazon-Video macht, in dem er verspricht, dass man 10.000 Euro verdient. Du weißt, dass man 10.000 Euro von null auf verdienen kann. Und dann hinterrücks seine Zuschauer abzieht und ich erblicke euch ein Video von offen und ehrlich darüber. Alter, Simon Desue, schäm dich in Grund und Boden, was bist du für ein abgrundtief beschissener Mensch? Wollte ich mal kurz anmerken. Wenn ihr Simon Desue seid, dann ist das nicht gerade schön, aber sonst ist es wirklich scheißegal, aus welchem Land ihr kommt oder welche Hautfarbe ihr habt oder sonst was. Digga, Mensch ist absolut Mensch. Und ich habe auch eine Nachricht bekommen, wo jemand gesagt hat, ey, die verarschen Schwule in der Schule, aber wirklich auch da will ich jetzt nicht auf politisch korrekt also machen, aber es ist wirklich einfach meine Meinung, Digga. Was juckt mich, ob jemand schwul ist? Scheißegal, Mann, ob jemand schwul oder nicht ist oder irgendwie auch welchen Land er kommt. Wem juckt's, Digga? Mensch ist Mensch. Kannst du mich auf Ehre in deiner Story hinzufügen? Hey, Bro, gib mir auf 20 Euro PSN-Guthaben auf Ehre. Kannst du mir 10 Euro PaySafeCard geben? Hey, Evanio, ich verfolge dich schon länger und ich würde dich gerne eine Frage stellen. Könntest du mir bitte eine 10 Euro PSN-Karte schenken, weil meine Freunde mich auslachen? Was hast du denn bitte für Freunde, die dich auslachen, nur weil du keine 10 Euro PaySafeCard hast oder was? Hey, kann ich im nächsten Video dabei sein? Auf Ehre! Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Bruder ist ein Schaf. Dein Vater ist ein Ehrenmann, da fällt herab ein Evanio-Schwein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Nur wegen dir habe ich wieder die Liebe zu Fettifuchs entdeckt. Alter, was? Ich wollte das Gegenteil bewirken, Mann. Hey, krieg ich deine Nummer, um dir einmal hier zu schreiben? Bitte, dann kannst du mich blocken. Hä? Hey, ich habe eine Allergie gegen Tomaten. Jetzt no joke. Ist das jetzt gut oder schlecht? Moin, Servus. Wie wird diese Nachricht enden? Stimmt jetzt aber in der Beschreibung. Moin. Hey, was geht, Mann? Mein Name ist Nick, aka Fick. Wie klärst du dir immer Mädchen? Hi, ich bin... Evanio. Oh, wenn das so ist... Immer dasselbe. Was heißt Evanio? Schreib mal Hallo. Moin. Schlinge. Hey, in deinem Vlog hast du gesagt, wir sollen dir schreiben. Hier hast du es, Bro. Und jetzt? Hier die Lösungen zur Aufgabe 1, Alter. Aber schick das niemanden. Oh, geil. Hausaufgaben. Das kann ich schön zocken. Yo, gib mal die Hausaufgaben, Alter. Ja, klar. Hey, kannst du mir die Hausaufgaben geben? Ja, klar. Yo, Hausaufgaben her, Mann.
Na klar. Ich weiß noch, in der 5. oder 6. Klasse war ich so ein richtiger Geizhals, was Hausaufgaben anging. Ich wollte wirklich meine Hausaufgaben machen und niemanden abgeben, weil ich mir dachte, ich habe die Arbeit gemacht, warum muss ich die abgeben? Als ich später in Richtung Abitur war, habe ich auch ständig nach Hausaufgaben gefragt. Ja, Evanjo, hast du schon mal gepupst? Digga, sehe ich so aus, als ob... Ach du Scheiße. Oh. Deine Storys sind kindisch und nicht lustig, du Hurensohn. Doch, Huso! Eieieiei, ich möchte wirklich keinen grüßen. Wenn ihr aber Bock habt, schreibt mir auf Instagram eine Nachricht, folgt mir da auch gerne, lasst ein Like auf dem Video hier da und ein Abo auf dem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss! Kannst du mich grüßen?